Guten Abend allerseits und herzlich willkommen. Darf ich schon mal um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Entschuldigung erstens, dass ich zu spät bin oder wir alle ein bisschen heute später dran sind, aber es ist so schön, dass man sich kaum von den letzten Sonnenstrahlen davonreißen konnte. Ich bin Michael Schindhelm und leite diese oder kuratiere diese Serie Global Lectures, die wir heute fortsetzen wollen. Und wie Sie merken, spreche ich heute ausnahmsweise mal Deutsch. Ist jemand eigentlich dagegen, dass wir diese Veranstaltung heute in Deutsch haben? Weil alle, die heute hier sprechen werden, sprechen ziemlich gut Deutsch. Und insofern dachten wir, es wäre vielleicht auch mal ganz charmant, ausnahmsweise nicht in Englisch eine Global Lecture oder eine Veranstaltung zu diesem Thema zu haben. Gibt es jemand, der kein Deutsch versteht? Is there anybody who is not understanding what I'm saying then? Please dare to... Speak up, if so. All right, dann bleiben wir also beim Deutschen. Herzlich willkommen zu dieser zweiten Vorlesung dieser Reihe in diesem Semester. Die dritte Vorlesung sogar schon. Vor 4 Wochen waren wir mal woanders, zusammen mit Rem Koolhaas im Theater der Künste in Zürich, heute wieder im Vortragssaal hier an der ZHDK. Ich begrüße hier heute ganz herzlich die noch in Zürich residierende, amtierende Direktorin der Kunsthalle, Beatrix Ruf, und die gerade eben in Basel eingetroffene Professorin der Fachhochschule für Design und oder für Gestaltung und Kunst in Basel. Auf den ersten Blick also eine sehr lokale Veranstaltung, die wir heute Abend vorhaben, mit jemandem aus der Nachbarschaft, aus Basel und zwei Leuten, die hier irgendwie in Zürich zu tun haben. Gleichzeitig aber eben nicht, denn die beiden Damen zu meiner Rechten verkörpern einen sehr spannenden Teil von globaler Kulturarbeit in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Und insofern steht es auch sehr gut in dem Kontext unserer Vorlesungsreihe. Beatrix Ruf, die in Kürze das Stedelijk-Museum in Amsterdam übernehmen wird, noch in diesem Jahr, und der ich dazu nochmal ganz herzlich auch hier öffentlich gratuliere zu dieser, wie ich finde, für Sie und auch für das Museum großartigen und wunderbaren und vielversprechenden Entscheidung. Beatrix Ruf, in Deutschland geboren. Sie haben ja mal interessanterweise Psychologie und Ethnologie studiert, neben den Dingen, die viele andere Kuratoren auch mit Ihnen studiert haben, sicherlich. Aber Sie haben sogar mal als Choreografin gearbeitet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt also, multidisziplinäres Arbeiten ist Ihnen schon sehr früh vertraut gewesen. Sie haben sich dann letztendlich doch relativ bald auch für die Kunst und die zeitgenössische Kunst insbesondere entschieden. Stationen wie Thurgau und Glarus gab es da am Anfang. Die Begegnung mit Michael Renier spielte möglicherweise eine sehr wichtige Rolle vor inzwischen fast 20 Jahren. Seitdem sind Sie die Kuratorin dieser sehr wesentlichen für die Schweiz und international wesentlichen Sammlung. Sie haben also dadurch immer auch nicht nur mit Institutionen, sondern auch mit Sammlern sehr viel zusammengearbeitet, auch mit anderen Sammlern. Inzwischen sind Sie seit 13 Jahren hier an der Kunsthalle und haben auch diesen sehr wichtigen Schritt vollzogen, dieses Umzugs der Kunsthalle ins Löwenbräu-Areal, und das voll und ganz verantwortet. Das klingt jetzt wieder nach einer rein schweizerischen Karriere, das stimmt aber auch nur zum Teil, denn gleichzeitig haben Sie ja auch große internationale Auftritte gehabt, mit vielen internationalen Museen zusammengearbeitet, die Triennale der Tate vor ein paar Jahren geleitet oder auch in Yokohama. Das heißt also, Sie verkörpern auf der einen Seite eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem lokalen Kontext von Zürich und der Schweiz und gleichzeitig aber auch die internationale Dimension. Schulz Martinetz ist erst seit wenigen Wochen in der Schweiz, wenn man überhaupt schon Wochen sagen kann. Es ging ja wirklich gerade erst los, und ich finde es wirklich toll, dass Sie Zeit haben, jetzt schon bei uns zu sein.
Und ich weiß nicht, wie viele öffentliche Auftritte Sie, seitdem Sie in Basel sind, gehabt haben, hier in Zürich. Ich nehme an, das ist der erste. Und das ist, finde ich, toll. Und ich wünsche mir natürlich, dass unsere Zusammenarbeit oder unser Dialog, der heute beginnt, dann auch über die nächsten Monate sich vielleicht in der einen oder anderen Form fortsetzen lässt. Sie haben ansonsten interessanterweise, Sie kommen aus Spanien, Sie haben aber auch eine Geschichte mit Deutschland. Sie haben schon mal früher am Hamburger Bahnhof gearbeitet. Sie haben später in den Frankfurter Kunstverein geleitet. Eine sehr wichtige Erfahrung, glaube ich, für den Kunstverein selbst auch gewesen. Sie haben aber doch in Spanien zunächst einmal begonnen, in Bilbao, die Sala Recalde geleitet und sind später nach Frankfurt, dann nach Barcelona, nicht ganz zurückgekehrt nach Spanien, aber doch fast in dasselbe Land. In den letzten Jahren waren Sie jetzt in New York, haben dort das El Museo del Barrio geleitet, bevor Sie nun jetzt gerade wieder hierher zurückgekehrt sind nach Europa. Außerdem haben Sie im Kernteam der Documenta Nummer 13 eine große Rolle gespielt. Das heißt also, Ihnen ist sowohl das Lokale, in Ihrem Falle vielleicht Spanische, als auch das Globale ebenso vertraut. Wir haben heute, wie Sie merken, eine etwas andere Anordnung als auch in anderen Fällen. Insofern, dass jetzt nicht einer hier 30 Minuten oder 35 Minuten einen Vortrag abliefert, sondern wir haben zwei Gesprächspartner, die ja, einerseits sich sicherlich in ihrer Kompetenz oder ihrer Erfahrung ergänzen und gleichzeitig doch auch einen spezifischen Typus von kunstschaffenden Kuratoren unserer Zeit verkörpern. Und wir haben uns verabredet jetzt darauf, dass jede von Ihnen vielleicht erst einmal 10 Minuten eine Art von Eingangsstatement abgibt, indem Sie bestimmte Ihnen wichtige Punkte Ihrer Arbeit vorstellen und dass wir darüber dann im Anschluss ein bisschen ins Gespräch kommen, vielleicht zunächst einmal hier oben und dann aber auch gerne mit Ihnen. Und damit würde ich gerne das Wort an Beatrix Ruf zuerst übergeben. Herzlichen Dank. Jetzt, ja. Herzlichen Dank erst einmal für die Einladung. Es ist ja mal ein bisschen eigenartig, wenn man sozusagen über das Haus nebenan spricht und wie Karl Kraus es ja auch mal gesagt hat, je näher man was anschaut, desto ferner blickt es zurück. Deswegen lasse ich jetzt doch die Bilder durchlaufen, die Ausstellungen zeigen, die Sie vielleicht, aber vielleicht auch nicht gesehen haben. Ich werde nicht auf die Ausstellung eingehen, sondern auf die Kunsthalle allgemein. Das klappt schon auch wieder nicht, doch? Oder doch? Es klappt. Das war die erste Ausstellung, die ich in der Kunsthalle Zürich kuratiert habe, die ein Umbau war, wo Sie sehen können, dass eigentlich das Gebäude und der Ort der Kunsthalle von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich gehe davon aus, dass Sie die Kunsthalle kennen. Gleichzeitig kennt man das, was nahe ist, wahrscheinlich am wenigsten. Und ich denke, es ist interessant zu wissen, was die Kunsthalle Zürich für ein Institut ist. Es ist eine sehr junge Institution immer noch. Erst nächstes Jahr ist das 30-jährige Jubiläum. Im Vergleich zu den Kunsthallen in Basel und Bern, die klassische Kunstvereinsgründungen waren, im Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert, ist in Zürich, das muss man sich immer wieder mal in Erinnerung rufen, eigentlich die zeitgenössische Kunst erst Ende der 70er ganz kurz aufgeflammt und dann in den Mitte der 80er Jahre wirklich zum Thema geworden. Es gab nicht nur die Kunsthalle Zürich ist gegründet worden, sondern es gab die F&F ist gegründet worden, das war Ende der 70er, bin ich kürzlich aufgeklärt worden, und die sogenannte freie Klasse an der ZHDK. Wie gesagt, die Kunsthalle ist ein klassischer Kunstverein, das heißt vornehmlich privat finanziert, Mitglieder und Sponsoren und Gönner finanziert mit zunehmender städtischer und kantonaler Subvention. Es ist eine Institution, die alle Vorteile und auch alle Nachteile einer Institution hat, die mit einem wirklich sehr, sehr kleinen Team ein Programm machen will und auch macht, was vielleicht ein bisschen immer über das Format selbst hinausgehen will. Und da komme ich
zu dem, was ich denke, was die Kunsthalle Zürich vom Beginn an ihres Bestehens auch ausgemacht hat, ist, dass sie gegründet auch in einer Zeit, wo sagen wir mal, die klassischen Kunstvereinsgründungen wie was machen Künstler und Künstlerinnen, die keine Ausstellungsorte haben, wo es keine Galerien gab, was machen Bürger und Bürgerinnen, die in die Museen gehen, aber eigentlich gerne sich mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzen wollen. Diese Themen sind ganz wichtig gewesen für die ursprünglichen Kunstvereins- oder Kunsthallengründungen. In den 80er Jahren hat es natürlich schon ein bisschen anders ausgesehen und man hat auch da schon fragen können, was macht eine Kunsthalle an einem Ort? Was bedeutet dieses, eine solche Institution in einem, an einem Ort, in einem städtischen Kontext, aber auch in einem institutionellen Kontext von dem, was an einem Ort vorhanden ist. Und hier in Zürich ist eben ganz besonders wichtig das Kunsthaus. Das Kunsthaus ist eigentlich das, was ein Kunstverein, was in der klassischen Kunstvereinsgründungsphase, das Helmhaus als städtische Galerie, das Museum für Gestaltung auch, das Riedberg-Museum, Entschuldigung, und eben zunehmend auch seit den 80er Jahren ein sehr international agierendes Galerienfeld, was Zürich, glaube ich, wirklich auch gegenüber den anderen Städten in der Schweiz sehr auszeichnet. Als ich angefangen habe, war die Kunsthalle bereits einige Jahre in dem Löwenbräu-Kunstzentrum. Mendes Bürgi, der erste Direktor der Kunsthalle Zürich, hatte, nachdem die Kunsthalle ihre ersten Räume in der Hartumstraße verloren hatte, neue Räume suchen müssen. Und das Löwenbräu war damals eine Ruine. Und ich denke, es ist ein energetischer Gesamtzustand auch in der Stadt gewesen, der ermöglicht hat, dass sowohl die Kunsthalle wie die damals das neu gegründete Mikromuseum für Gegenwartskunst und die Galerien, die sich zum ersten Mal auch in der Stadt gemeinsam angefangen haben anzusiedeln, in der Hartumstraße draußen, gemeinsam in ein Gebäude gezogen sind. Das Löwenbräu, das wissen Sie alle, ist ein eigentliches Zentrum inzwischen auch geworden. Das hat auch damit zu tun, dass zeitgenössische Kunst genau in dieser Zeit, seit Mitte der 90er Jahre bis Anfang der 2000er Jahre, mehr ins Zentrum von dem gerückt worden ist, was man im Allgemeinen eben so Lifestyle auch nennt. Und diese Themen, an denen musste sich das Löwenbräu auch abarbeiten. Und als ich angefangen habe, da dachte ich, dass es eben eine sehr gute Idee wäre, auch über die erste Renovation hinaus zu denken und zu fragen, was macht einen institutionellen Kontext in diesem Gebäude, in diesem ja eine wunderbare, fleißige Missverständnisse und auch sehr konstruktive Missinterpretationen ständig im Gange sind, weil kommerzielle Galerien, eine öffentliche Institution und ein Corporate Museum unter einem Dach sind. Eine Zeit lang war sogar ein Auktionshaus mit unter diesem Dach und eine Privatsammlung. Wir haben die ersten Bilder, die Sie gesehen haben, war der Umbau, der auch gleichzeitig die Ausstellung war von Elmgren und Dragset. Und im Zusammenhang auch mit diesem Umbau haben wir sehr, sehr viele Fragen gestellt an das, was so eine Institution auszeichnen könnte, ob es das Format Kunsthalle eigentlich noch braucht und warum es es braucht. Und ich denke, dass die letzten 10 Jahre eigentlich wieder vermehrt gezeigt haben, dass das ein Format von Institution ist, das unglaublich viel leisten kann in einem Kontext, in einem globalisierten Kontext auch von Fragestellungen wie die traditionellen musealen Institutionen mit zeitgenössischer Kunst umgehen können, was es für Fragestellungen, auch Impulse anbieten kann für eine Art von wieder aufflammende Gründungsvielfalt von Institutionen, vor allem in den Ländern, in denen zeitgenössische Kunst jetzt erst so richtig Einzug hält. Und was es bedeuten kann, eben mit Künstlern und Künstlerinnen so eng zusammenzuarbeiten, dass man sagen kann, das war immer mein Interesse und ist immer noch mein Interesse, dass eine Institution nicht per se eine abgeschlossene Definition hat, sondern dass eine Institution wie eine Kunsthalle eben immer wieder mit der zeitgenössischen Produktion auch die Handlungsweisen und die Handlungsweise und auch das Ausstellungsmachen verändern kann und verändern muss. In diesen 13 Jahren jetzt, in denen ich in der Kunsthalle gewesen bin, haben sich die Themen eigentlich
immer wieder verändert. Die sind von dieser unglaublichen Marktpräsenz und auch von der ausschließlichen Wahrnehmung von zeitgenössischer Kunst über die Headlines von Auktionsergebnissen, über die jüngeren Generation von Künstlern und Künstlerinnen wieder sehr viel mehr in institutionelle Fragestellungen, aber auch Fragestellungen von dem, was Kollaborationen, was Zusammenarbeit, was die Agitation in einem institutionellen Kontext bedeutet. Wir haben immer versucht, so weit zu gehen mit den Künstlerinnen und Künstlern, wie das möglich war. Wir haben sehr, sehr viele Ausstellungen gemacht, die über das klassische Ausstellungsformat auch hinausgegangen sind. Also wir haben zum Beispiel mehrere Projekte gemacht, die über mehrere Jahre gingen, dass man sehr schwer nur natürlich lesen kann von außen. Also zum Beispiel mit einem sehr jungen Künstler, der, als wir ihn gefragt haben, eine Ausstellung zu machen, noch nicht einmal eine Galerie hatte, zwei Ausstellungen in Folge gemacht und die Zeit dazwischen war eigentlich die Produktionszeit der zweiten Ausstellung. Wir haben mit einem Projekt, das How to Cook a Wolf hieß, über 1,5 Jahre Ausstellung gemacht, wo Künstler und Künstlerinnen, die unter fiktiven Namen arbeiten, über Themen der Kollaboration und auch des Entzuges aus dem Markt oder der Vereinnahmbarkeit über den Markt gearbeitet haben. Und wir haben in unserem wunderbaren Provisorium im Museum Bärengasse mit Dominique González Förster und Tristan Berat über auch wiederum 1,5 Jahre eine Art öffentlichen Wohnraum eröffnet, der Human Valley hieß. Was wir auch versucht haben, ist eben immer wieder zu schauen, was fehlt, was wird nicht gemacht und was kann eine Institution wie die Kunsthalle und die Kunsthalle Zürich insbesondere dann in so einem Kontext tun. Und Sie wissen alle, dass in den 2000er Jahren fing es an, dass Museen sehr stark unter dem Druck der Attraktivität von zeitgenössischer Kunst eben zeitgenössische Kunst in die Programme auch integriert haben. Und unter einem, und das liegt einfach auch an der Art und Weise, wie Maschinen funktionieren, unter ganz anderen Aspekten. Und wir haben dann angefangen, Werkkataloge zu machen. Das klingt vollkommen absurd mit einem Team von damals noch 4 Leuten, und Retrospektiven von Künstlern und Künstlerinnen zu machen, von Künstlern und Künstlerinnen, die für die junge Generation von Künstlern und Künstlerinnen sehr wichtig waren, wie zum Beispiel Isa Genzken oder Sarah Lucas, auch Laura Owens oder Ian Wallace, den eigentlich in der Schweiz und in Europa fast niemand kannte zu diesem Zeitpunkt. Was wir auch versucht haben, und ich mache einen Gehetze, merke ich gerade ein bisschen, aber das muss jetzt wohl so sein, damit Russ auch noch was zu Zeit kommt, was wir auch versucht haben, die Art und Weise der Kollaboration mit anderen Institutionen zu arbeiten. Die Ausstellung, die ich gerade erwähnt habe mit Ian Wallace, da haben 3 Retrospektiven in Europa zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden, die alle gleich konstruiert waren, jeweils von einem Werk aus den frühen 70er Jahren ausgehend, eine Retrospektive in das Heute, das war in der Kunsthalle Zürich, das war im Kunstfreien Düsseldorf und im WTTV-Center in Rotterdam. Und wir haben einen gemeinsamen Katalog herausgegeben. Die Ausstellung von Liam Gillig, die Sie vorher gerade gesehen haben, hatte eine Ausstellungsarchitektur, die kein Kunstwerk war, aber die absolut die Kunst von Liam Gillig transportiert hat. Und diese Ausstellungsarchitektur ist von einem Ausstellungsort zum anderen gewandert, wiederum das Rotterdam, ging aber auch nach Chicago. Und diese Ausstellungsarchitektur praktisch hat jeweils einen institutionellen Raum enthalten, in dem der Künstler bestanden hat darauf, dass die Institution eine Interpretation des Werkes macht. Das waren so Projekte, wo wir versucht haben, wirklich auch über die Zusammenarbeit von Institutionen in einem anderen Sinne nachzudenken. Was Sie jetzt sehen, ist schon ein anderes Element. Das ist nach dem Wiedereinzug in das Löwenbräu. Sie wissen, dass in den letzten Jahren das Löwenbräu nicht nur umgebaut, sondern auch renoviert und erweitert wurde. Mike Goyer sitzt hier im Publikum, der ist ganz ausschlaggebend dafür mitverantwortlich. Tatsächlich ist es so, dass ein Jahr, nachdem ich angefangen hatte in der Kunsthalle Zürich,
ging das los mit der Bedrohung des Gebäudes über den unglaublich ansteigenden Immobilienmarkt und das Interesse an den Immobilien in dem Industriegebiet. Und seit 2003 eigentlich haben wir versucht, auf alle Arten und Weisen dieses Löwenbräu zu erhalten als Kultur- und Kunst, insbesondere Kunststandort. Es war ein sehr Hü und Hot und Auf und Ab unterfangen und wurde wirklich nur in Zusammenarbeit mit der Stadt letztendlich dann auch bewältigt werden. Sie wissen alle, dass inzwischen das Löwenbräu, der Kunstteil des Löwenbräus, Teil einer Aktionärsgesellschaft ist, die Stadt Zürich, die Stiftung der Kunsthalle Zürich und die Mikrogenossenschaft Teileigner sind und alle Mieter geblieben sind. Was die Ausstellung, die Sie da hier sehen, ist der neue erweiterte Teil, der im Kunstbereich weiß ist. Die Kunsthalle Zürich hat einen Aufbau, auch eine Art von Markierung setzen können für dass das Löwenbräu eben ein Kunstort bleibt. Und in Erweiterung, Anschluss daran gibt es den sogenannten Westbau. Und dort wurde ein Projekt angesiedelt, das Pool heißt, das eine eigenständige Institution ist, aber aus diesem Nachdenken über Ausstellungsmachen, über das, was kuratorische Arbeit, was institutionelle Arbeit insgesamt, was Kunst am Übergang in das kollektive Archiv und in die Bedeutung von kollektiven Archiven auch sein kann oder wo sie auch befragt werden muss und wie man das in einem sehr offenen Modell und in einer sehr offenen Institution als immer wiederkehrende Fragestellung auch präsentieren kann. Das Projekt heißt Pool und ich glaube, wir sprechen später da noch drüber. Das war's. Das, was Sie so in 10 Minuten liefern, das machen andere in einer Dreiviertelstunde. Das war schon fast eine Überdosis und wert, lange darüber zu sprechen. Aber bevor wir jetzt darauf zu kommen, würde ich vorschlagen, dass doch erstmal Schuss Ihren ganz augenscheinlich wesentlich anders gearteten Beitrag vorstellt. Mein Deutsch ist ein bisschen, ist ein bisschen komplex, aber ich hoffe, Sie verstehen mich. Ich wollte heute sprechen über eine Katastrophe. Ich war sehr intensiv tätig an der Kuratieren von Documenta 13, das war die letzte Documenta, in Zusammenarbeit mit Caroline Christoph Bakargiev. Und nach dem Ende von Documenta, man fragt sich immer, wo soll man gehen, was soll man machen. Ich war vor dem Documenta Hauptkurator von dem MACBA, das ist das Zeitgenössische Kunstmuseum in der Stadt Barcelona. Und ich habe schon seit Jahren und vor allem vor den Jahren in Sala Recalde, das ist eine kleine Kunsthalle, die gegenüber dem Museum Guggenheim mehr oder weniger ist, ein riesiges Interesse an was die Amerikaner nennen The Long Tail. Der Long Tail, ist die Kurve. So, wenn Sie zum Beispiel besuchen New York, on top of the tail, Sie besuchen vielleicht den Metropolitan und den MoMA, Sie gehen zu the Whitney, Sie gehen zu the Judices Museum und so on und so forth. Und dann die Kurve geht langsam nach unten. Und diese Kurve nach unten sind alle anderen Museen, die auch in New York oder in jeder Stadt existieren, aber das sind wenige Besuch. Sala Recalde war ohne Zweifel in dem Moment, dass der Guggenheim war da, für die politische Klasse und für die Media, der Long Tail von dem Guggenheim und auch der Long Tail von der Besucherrate von anderen Leuten in der Stadt von Bilbao. Ich fand immer sehr interessant, in dieser Art von Long Tail zu sein und wollte auch immer wissen, was es wirklich bedeutet. So, nach den Dokumenten habe ich mich entschlossen zu einer kompletten Katastrophe, die war als Katastrophe anerkannt von jedem und es zeigte sich als eine komplette Katastrophe, aber trotzdem für mich eine sehr, sehr interessante und wunderbare Erfahrung, trotz allem. Und das ist Museo del Barrio. So, Museo del Barrio ist eine
wunderschöne Institution, vor allem weil das ist das einzige Museum, die ich kenne, die wurde gegründet nicht wegen einer Sammlung, sondern als Kunstwerke von einem Künstler. In 1967 Rafael Montañez Ortiz hat El Museo del Barrio gegründet in PS4, das ist eine Public School, eine öffentliche Schule in der Mitte von den Bronx in New York, in Zusammenarbeit von Eltern, von Kindern, die stammen aus Latino-Familien. Die Latinos sind die Gemeinde, die eigentlich aus einer latinoamerikanischen und karibischen Teil der Welt kommen, aber sind weder in den USA geboren oder in den USA aufgewachsen. So, die sind nicht latinoamerikanische Leute, so Lateinamerika ist Leute, die einfach in einem latinoamerikanischen Land geboren und arbeiten und das sind oder umgewandelt sind. Sie sind sowieso nicht Hispanos. Und es gibt, ja, man konnte einfach stundenlang über diese amerikanische Art von Leute zu klassifizieren und Gemeinde zu klassifizieren. Aber in der Mitte von der Civil Rights Movement in New York und in den USA gab es eine Gemeinde von Eltern, die fanden ein komplettes Problem, dass sie sind zu Hause auf Spanisch aufgewachsen und in der Schule komplett auf Englisch und ja, in den Maßstaben von dem amerikanischen Schulsystem. So, diese Gemeinde von Eltern haben den Schulleiter getroffen und der Schulleiter war ein Künstler, die arbeitete als Schulleiter, weil konnte kein Geld machen als Künstler und ja, er ist auf die Idee gekommen, dass das Einzige, das sie machen könnten, um diese Probleme überhaupt zu begreifen, war ein Museum zu gründen. Schon diese Idee fand ich immer faszinierend, weil normalerweise konnte man denken, dass in den spät-60er Jahren und wenn es kommt zu künstlerischen Kräften, die nicht zu dem Mainstream gehörten, würden sie dann vielleicht eine Alternative oder ein Off-Space gründen. Aber wenn man gut denkt, kann man schon sich vorstellen, dass die letzte, dass eine Gemeinde, die schon off ist von allen anderen Gemeinden, ist ein Off-Space. So, sie haben sich selber gegeben eine Art von Parlament oder ein Ort, die wirklich in der größten Form des institutionellen Sprache überhaupt ihnen repräsentieren könnte. Und sie hätten gesagt, we want the Senate, oder wir möchten einfach einen Kongress. Aber sie haben das Wort Museum genannt. So, von 1967 bis 1969, Museo del Barrio war eigentlich ein Projekt in eine Aula, in eine öffentliche Schule. Von 1969, das Museum ist aber in dem Gebäude, wo es heute ist, in eine Parterre von dem Fifth Avenue auf der Höhe von 106 mit Fifth Avenue. So, dieses Museum ist eine echte Longtail, ist wirklich gewisse Blocks entfernt von dem Jüdisches Museum, von dem Metropolitan, nicht so weit entfernt von der Whitney und eigentlich es ist in der Fifth Avenue, aber es gehört überhaupt nicht zu der Route oder zu der Imagination von den Besuchern, die gehen nach New York und machen eine Museumsroute. So, dieses Museum wurde gegründet eigentlich für einen Grund, das war, diese Gemeinde aus dem Karibien überhaupt eine Institution zu geben, wo sie über Kunst sprechen könnten. So, ich war auch interessiert in das Museum, weil auch, wenn es wurde gegründet von einem zeitgenössischen Künstler und einer Gemeinde von zeitgenössischen Künstlern am Ende, weil er hat ziemlich kollaborativ gearbeitet in den ersten Jahren mit anderen Künstlern, alle von denen sehr berühmt, wie zum Beispiel der Dichter und auch Künstler Pedro Pietri, welches Bild ist, was Sie sehen, einer der wichtigsten Spanisch-Englisch sprechende Dichter der, ja, der amerikanischen Literatur, der nordamerikanischen Literatur, würde ich sagen, aber auch in der karibischen Literatur. Auch wenn, wie ich sagte, sie haben kollaborativ gearbeitet und wenn sie waren zeitgenössische Künstler, sie könnten sich nicht einigen überhaupt, ob das Museum war ein Museum für zeitgenössische Kunst, ein Museum für Kunst, ein Museum für koloniale Kunst, eine Gemeinde, ein Kunstverein oder eine, ja, sie hatten überhaupt keine
Einigung über die Form der Institution, außer die Name. Weil das Museum heißt Museum, sie haben eine Art von Open Call gemacht und eine Sammlung versuchen zu machen. Und sie haben es geschafft. So die Sammlung von Museo del Barrio beinhaltet mehr als 4.600 Kunststücke als solche und insgesamt mehr als 9.000 Stücke. Ich sage Stücke, weil in diese Berge oder in diese Dinge oder in diese Stuff, je nachdem, wenn man guckt in der Kartei, gibt es auch eine ziemlich große und sehr bedeutungsvolle Präkolumbien-Sammlung auf Objekte von dem Karibien und Zentralamerika, so Guatemala, Nicaragua, Panama und so on und so fort und die Caribbean Islands. So, das ist sehr interessant, weil ich wollte eigentlich meinen Plan nach USA und nach in diesem Museum, ich wollte in Zusammenarbeit mit dem Team von Museo del Barrio und ich wollte, glaube ich, eine Art von komische Kunsthalle-Projekt machen. Ich wollte ein Projekt-Space, so eine Institution, die würde Kommissionen machen und würde diese Sammlung, die sehr komisch ist, irgendwie bespielen. Ich sage sehr komisch, weil der Vorstand von diesem Museum ist sehr stolz auf diese Stücke und behaupten, das ist eigentlich eine moderne Sammlung. Es ist auf keinen Fall eine moderne Sammlung, weil eine der größten Interessen, die ich habe in der Karibik, ist, dass die moderne und der Avantgarde-Projekt ist sehr, wenn nicht absent, ist sehr strittbar. Ich meine, außer Kuba, die hat sich damit vielleicht beschäftigt, der andere Islands oder die andere Teil der Karibien, ja, die Avantgarde-Modell, wie wir es kennen, und die Moderne spielt eine sehr kleine, wenn überhaupt keine Rolle. So interessant ist Native Art, de facto, dass viele von die Kunstwerke, das in dieser Sammlung sind, sind gemacht von Leuten, die überhaupt keine Kunstschule besucht haben. Wir nennen es vielleicht in der Abendland Outsider Art, aber ich würde das nicht sagen. Das sind einfach nur Künstler aus der Karibien auf alle verschiedenen Ebenen. Besteht auch Objekte von sehr verschiedenen Zeitperioden. So, es ist sehr schwer, überhaupt das einordnen in eine historische Timeline. So, man kann die Sammlung schon nicht mehr präsentieren mit historischer Kohärenz. Die historische Kohärenz würde sich auch treffen mit mehreren historischen Inkohärenzen und auch koloniale Projekten und die kolonialen Projekte sind natürlich super unterschiedlich zwischen Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua, Panama, dem Rest von Südamerika, die gar nichts zu tun mit Zentralamerika hat oder mit den Karibien und noch dazu Kuba und noch dazu die Diaspora in den USA. So, all together, alles zusammen, eine komplette Chaos. So, ich war natürlich super interessiert an diesem komplette Chaos und was dieses Chaos für Reiz bedeutet für die neue Kunstproduktion, nicht nur in diese Länder, sondern in andere Länder, internationale Weise. Ich war ziemlich viel tätig, schon vor Jahren in der Middle East. Ich war wegen Documenta 13 jede 6 Wochen in Kabul und ich war auch da verantwortlich für ein Projekt, das wir als Team gemacht haben. So, es war super interessant, dass in Mitte von New York gab es eine Art von Black Box. So, es gibt eine Institution, die heißt Museum, die hat eine Sammlung, die funktioniert, öffnet seine Türe, arbeitet mit Künstlern, nobody gives a shit. Es ist nicht überhaupt in dem Projekt, in dem zeitgenössischen Projekt von der Stadt als eine Stadt für eine gewisse Tourismus für zeitgenössische Besuche von Künstlern interessiert und Sammler und trotzdem es ist da vor seinen Augen. So, das Erste, das ich natürlich gemacht habe, ist der Begründer von diesem Museum zu besuchen, das ist Raphael. Raphael wurde vor 3 Wochen 80 und er ist auch sehr wichtig oder interessant, weil zusammen mit Hal Hansen, einem anderen amerikanischen Künstler, war in Begegnung mit Gustav Metzger, deutscher Künstler, die seit er war in seinen Teenies in London aufgewachsen und er ist der Vater von der Destruction in the Art Movement.
Und in 1966, die waren in London und sie haben sich natürlich Hawks interessiert und das war ein kompletter Zufall, aber es war wirklich interessant, wie Raphael ging nach London. Er war die einzige latinoamerikanische, konnte man sagen, Künstler. Er war ein Amerikaner, in den USA geboren, aber trotzdem von Puerto Rico Hintergrund. Und in dem, wenn man guckt in die Akten, in die Files, er steht als latinoamerikanischer Künstler. Und er war der Einzige aus diesem geografischen Teil der Welt in diesem Destruction of the Art Congress in London. Und er hat auch in den USA sehr viele Performances und Aktionen gemacht mit dieser Art von Kunst. So, wie gesagt, ich habe ihn besucht und ich habe ihn gefragt, lieber Raphael, wie glaubst du überhaupt, dass ich als Kuratorin etwas in diesem Haus schaffen kann? Und er hat mir angefangen zu erzählen eine sehr interessante Geschichte. Er hat gesagt, dass er hat natürlich dieses Museum gegründet in der Aula von einer öffentlichen Schule. Aber sein Traum war als Institution, dass das Museum würde vor allem erst in ein, dass das Museum, dass der erste Raum, das Museum sollte ein Regenwald. So, die Idee wäre, dass man besucht Museo del Barrio und die erste Begegnung, die man macht, ist eine Regenwald. Ich habe auf keinen Fall verstanden, was er meinte. Ich dachte, am Anfang meinst du eine Inszenierung von einem Regenwald. Und dann hat er gesagt, sei nicht blöd. Ich möchte kein Theaterstück machen. Ich meine nicht eine Inszenierung von einem Regenwald. Ich möchte nicht eine Art von Naturkundemuseum oder so etwas, sondern ich möchte einen Regenwald. Ich sage, ja, ein Regenwald. Ich meine, hör zu. Das einzige Art, dass man schafft, dieses Museum überhaupt operativ zu machen, ist, dass man durch einen Regenwald geht. Man geht erst durch den Regenwald und wenn man am Ende der Regenwald ist, dann man macht einen normalen Besuch. Dann in dem Raum Nummer 2 kann man schon ja, Kunstproduktion zu machen. Diese Kunstproduktion kann neue Produktion, kann eine Commission Work, Installation, whatever you name it. Und dann, wenn man will, konnte sich vorstellen, in die zusätzlichen Räume, das war so in seinem Kopf, diese Art von Museumbesuch, die Sammlung zu präsentieren. So, das große Problem, Chus, ist dem Regenwald. Sag, ja, das ist ein bisschen ein Problem, durch den Regenwald zu gehen und dann natürlich die Kunsthalle zu treffen und dann das Museum zu treffen und sich zu begegnen mit diesem sehr amalgamatisch, kollagistisch und komplizierten Sammlung. Aber klar, why not? Ich meine, ich verstehe nicht, was du meinst, aber ich versuche es zu verstehen. So, ich habe es versucht zu verstehen. Am Anfang habe ich gedacht, es ist eine Metaphor. Es ist einfach ein Bild. Er wollte mich sagen, dass ich würde so eine Erfahrung wie in einem Regenwald. Aber es ist kein Regenwald. Er hat auch nicht gesagt, dass es sollte ein Szenario von Natur, sondern Natur. Und es hat ziemlich lange Zeit gekostet, bis ich habe verbunden diese Idee von dem Regenwald mit einem anderen Interesse, die ich habe seit 3 oder 4 Jahren. Und das ist die Octopussy und die Idee von Tieren und Forschung in der Dezentralisierung von Wahrnehmungssystemen. Beziehungsweise der Octopussy ist die einzige Tier, welche Gehirn ist nicht in dem Kopf, sondern ist verteilt in die 8 Arme und auch in dem Kopf. Beziehungsweise es bedeutet, dass es gibt keine Zentralstation und meine Hände könnten jetzt eine Entscheidung treffen, die mein Kopf vielleicht nicht einverstanden wäre, aber trotzdem der Hand und dem Kopf gehört zu demselben Körper. Natürlich in commonsensical Sprache, wir können auf keinen Fall verstehen, was in der Hölle könnte das bedeuten. Aber meine Idee von der Octopussy hat zu tun mit meinem Interesse an dieser Idee von einer Erfahrung und einem Gedanke dezentralisieren, die eigentlich
konnte man schon lesen in Bergson, in Merleau-Ponty, in Michel Serres. So die Philosophie hat sich immer seit sehr lange überhaupt interessiert an diese Möglichkeit. Und dann in meinem Kopf, ich verbinde den Octopus mit dem Longtail. So, es gibt ein MoMA, es gibt ein Met, es gibt ein Whitney. Aber man könnte auch denken, dass eigentlich Museo del Barrio ist eine von den fehlenden oder eine von den konnektierten Armen als Museum, die ist konnektiert mit einem Kopf, welchen wir nicht sehen, und mit anderen Füßen und Armen, die sind nicht vor unserer Nase, aber tatsächlich in dem Nervosystem von dem Kunst und das Kunstmachen hat eine Logik. Die Logik ist überhaupt nicht eine Niederlassung von Karibien oder latinoamerikanischer Kunst, wie wir denken, so von H&M oder Banana Republic oder von Geschäften. So, es gibt Lateinamerika und es gibt irgendeinen Raum, der vertreten Lateinamerika in den USA. Man konnte auch denken, dass eigentlich es ist eine Oktopussy und die Oktopussy oder den Brain oder das nervöse System oder die Wahrnehmungssystem und die Art und Weise, wie konnektiert sind, sind viel mehr organisch und kompliziert. Können wir das kapieren? Nein. Verstehen wir überhaupt in methodologischer Art und Weise, wie das funktionieren könnte? Auch nicht. So, es ist eine reine spekulative Arbeit. Und trotzdem, ich fand es sehr interessant, beides, theoretisch und praktisch, das zu verstehen, weil wegen der kolonialen Prozess niemand möchte eine Niederlassung in New York zu haben. So, niemand möchte einfach diese Idee von Delivery, Consumption, Production und so, ja, und so on und so fort. So, ich habe versucht, das zu verbinden. So, dem Regenwald-Idee von Raphael, für mich hat unglaublich viel zu tun mit einer auch interessante und ziemlich commonsensical Idee von Claude Lévi-Strauss. So, am Ende von Tris Tropique, ganz am Ende, die letzten Seiten, erklärt Lévi-Strauss etwas sehr commonsensical, den Unterschied zwischen Game und Ritual. So, er sagt, dass in einem Spiel wir fangen alle in eine gleiche Ebene zusammen, weil wir alle die Rules of the Game kennen. So, wenn man spielt Fußball, jeder weiß, welche sind die Regeln, und de facto, dass wir kennen die Regeln, macht uns in eine Ebene. So, es ist mehr oder weniger am Anfang, wir fangen an wie eine Assembly. Für irgendeine Umstände, ein Event, eine von uns gewinnt oder ein Individuum gewinnt und diese Gleichgültigkeit oder diese Gleichebene wird gebrochen. So für Rafael Montañez-Ortiz, das moderne Museum funktioniert wie dem Spiel. So, jeder kennt die Regel, es gibt die Wände, es gibt die Sammlung, es gibt die Ausstellung, aber es gibt einen gewissen Kanon und die Konstruktion von dem Kanon, es ist ein bisschen wie diese losing and winning. So, die Sprache von Ökonomie für ihn ist ein bisschen diese Sprache von the game. So, theoretisch, alle Rules, they are all the same for all the artists, aber es gibt Leute, die sind drinnen und Leute, die sind draußen. Und die Umstände, das bestimmen, sind sehr schwer. They can be completely eventful. Es kann ein kompletter Zufall, die sind randomic. In dem Ritual gegenüber meinte Lévi-Strauss, wenn er erklärt diesen Unterschied, wir sind alle uneben, wir haben überhaupt nicht miteinander zu tun und es ist durch die Wiederholung für gewisse Ritualen oder gewisse, ich weiß nicht, wie man es sagt, so ein Prozess, wir wiederholen etwas, dann werden wir langsam ausgeglichen. So, was er wollte für dieses Museo del Barrio, war ein ritualistisches Museum. Ein Museum, wo langsam durch das Ausstellen würden wir eigentlich oder würden alle Künstler in eine gleiche Ebene zu stehen. Und das Regenwald, ich stoppe. Und das Regenwald war einfach eine Art überhaupt, das zu, wie sagt man, to invocate diese Idee. Und was er wollte, das ist diese Bilder von Juan Downey, ein Künstler, den ich liebe. Was er eigentlich wollte, ist das. Er wollte, dass der White Cube würde den Regenwald adoptieren.
So genau wie das ist unmöglich. Ich meine, es ist nicht wirklich commonsensical, dass ein Kind wird adoptiert von zwei Tieren. Es ist auch nicht commonsensical, dass der White Cube, wie wir das kennen, in seiner historischen Entwicklung in der Abendland, wird adoptiert von einem Regenwald. Aber es ist möglich, das zu denken. So, danke. Wunderbar, vielen Dank. Hallo? Ah ja, jetzt geht's wieder. Also ich merke schon, wir müssen bald fortsetzen, weil noch habe ich nicht alles verstanden, aber mich interessiert das ungemein, die Vorstellung, dass vor der Kunst erstmal der Regenwald steht und vor dem Regenwald vielleicht auch noch der Oktopus. Das finde ich jedenfalls in vielerlei Hinsicht eine interessante Kette von Assoziationen, die in einem Marqueschen, nicht nur Martineschen, sondern auch in einem Marqueschen Sinne vorgetragen vielleicht noch weiter entwickelt werden könnte. Für jetzt würde ich trotzdem gerne mal zurückkommen auf das, was wir schon eingangs kurz angesprochen haben, nämlich die Tatsache, dass Sie beide eigentlich aus Kultur oder aus Kunsteinrichtungen, Sie haben sehr viel über Institutionen gesprochen, beide. Das ist, glaube ich, das Gemeinsame Ihrer beiden Beiträge heute. Aus sehr unterschiedlicher Perspektive. Sie hätten eigentlich auch über ganz andere Dinge sprechen können, beispielsweise über das, was Sie in Frankfurt gemacht haben. Das hätte uns vielleicht weniger den Blick auf den Regenwald eröffnet. Und insofern ist es auch sehr interessant zu sehen, wie komplementär Erfahrungen sein können, wenn man heute in der Kunst arbeitet und mit Institutionen arbeitet. Was mich daran interessiert, ist, dass wir hätten jetzt auch ein Gespräch führen können über den Markt oder über Sammlungen und über die Rolle des Kurators heute. Und vielleicht kommen wir auch auf einige dieser Punkte noch, aber das, was mir zuerst durch den Kopf geht, ist eigentlich die Frage nach der Institution, weil Sie eben auch beide auf sehr unterschiedliche Weise thematisiert haben. Und nun kommt noch hinzu, dass Sie jetzt in Kürze nach Amsterdam gehen werden und dann dort nicht mit einem Regenwald, aber mit einer gehörigen Menge von klassischer Moderne ebenso konfrontiert werden wie auch nationaler Selbstidentifikation einer Institution. Und ich finde, das, was also mich auch als jemand, der ja nicht aus der Kunst kommt, aber die Institutionen sehr viel erlebt hat in anderen Bereichen, oftmals umtreibt in letzter Zeit, ist diese Fragestellung, wie eigentlich Institutionen im Stand, also auch in diesem Falle jetzt sagen wir mal Museen, Sie haben über ein Museum gesprochen, Sie werden in Kürze eines leiten. Wir kommen auf die Kunsthalle Zürich im Anschluss darauf schon noch zu sprechen. Aber ich würde doch gerne das noch mal kurz als verbindendes Glied zwischen Ihren beiden Vorträgen nennen wollen. Museen sind ja in der Regel Orte der Erinnerung, also Orte, die sich beschäftigen mit der Speicherung auch von Gewesenem. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, in der das Contemporary einen besonderen Akzent hat, eine besondere Bedeutung hat. Die Frage steht ja eigentlich vor Museen heute zumindest in besonderer Weise, scheint mir, wie man eigentlich mit diesem Spannungsproblem umgeht. Und das würde mich eigentlich nochmal interessieren, wie Sie das beurteilen, Frau Hofer. Also wie geht das eigentlich zusammen? Das Museum des 21. Jahrhunderts, von dem so viel gesprochen wird, was ist das eigentlich für Sie? Also ich glaube, es ist doch interessant, über den Regenwald zu reden, weil sich daran sehr viel formulieren lässt. Nicht, als du gesprochen hast, fallen einem natürlich sehr viele Künstler und Künstlerinnen ein, unter anderem Dominique auch mit ihrem Tropikalismus. Aber die Frage ist ja auch, also Sie sagen eine Ansammlung von Geschichte, aber auch Geschichten, aber die Frage ist ja immer, wo wird der Regenwald, wo ist der nicht, wo bleibt er nicht im Metaphorischen hängen oder in der Inszenierung hängen? Ich denke, da gibt es gerade vielleicht in deinem kuratorischen Ansatz einen Unterschied zu dem, wie ich meine Arbeit auch in der Kunsthalle standen habe, eben einen riesigen Unterschied oder einen Ansatz, obwohl ich mit dem Oktopus Pussy absolut auch einverstanden bin, aber mein Ziel in der Kunsthalle, und da ist eine Frage dann an das Museum durchaus zu stellen oder zu fragen, wie kann sowas integriert werden, weil immer die Hülle oder das auch die Institution ist eine Hülle, das was als sozusagen als Ort da beschrieben ist, sowohl
über die Geschichte der Institution selbst, aber auch über die Projektion an das, was so eine Institution sein kann. Wie kann die permanent durch das, was Künstler, durch die Arbeit von Künstler und Künstlerinnen auch verändert werden? Und wie nicht auf eine metaphorische Art und Weise oder eine interpretatorische Art und Weise, sondern eben dadurch, dass die eigentliche Produktion von Kunst das anknabbern kann auch. Und im Museum ist natürlich sehr oft ist immer wieder die Frage des Narrativs und auch der Frage, wie diese Geschichte und die Geschichten eine Annäherung an zum Beispiel diese aktuelle Produktion auch finden können. Und da denke ich, dass eben die Frage nach dem Regenwald sehr interessant ist, weil das ordentlich schiefgehen kann oder dann eben auch eine Art von Historisierung passiert, die passiert natürlich immer, aber die man dann permanent wieder auflösen muss. Und da eine Beziehung der Geschichte und Geschichten herzustellen, das hoffe ich mir sehr, dass es in einer Institution wie dem Stedelijk Museum möglich ist, dass eben diese permanente Fortsetzung dieses Dialogs und auch dieses konfliktuösen Dialogs zwischen der Metapher, dem Werk, weil ich bin der absoluten Meinung, dass Kunstwerke keine Metaphern sind. Wie kann man das permanent fortsetzen? Ja, und ich meine, am Ende, ich ging so weit weg mit dieser Idee von dem Regenwald, um etwas ganz Pragmatisches überhaupt thematisieren zu können, die uns so in Documenta wie noch mehr vielleicht in Magba besorgt hat und in jede von den Kunsträumen, in welche ich gearbeitet habe. Sind zwei Sachen. Wie kann Leute von unterschiedlichen Klassen und kulturellen Hintergründen überhaupt ins Museum kommen und überhaupt was das bedeutet im Programm, in der Sprache, dass wir sprechen, ohne überhaupt oder mit der Möglichkeit zu vermeiden, die größte Ecke, die ich habe, und das heißt die Marketingabteilung. So der Regenwald ist nicht anders, als die Marketingabteilung vermeiden zu können oder versuchen zu vermeiden. So diese Idee von El Museo del Barrio war für mich anziehend, weil es ist ein Museum, die eigentlich gehört zu einer sozialen Klasse, die ist vielleicht ökonomisch integriert in der Gesellschaft, aber kulturell gar nicht und kulturell nicht anerkannt, und das interessiert mich. So, die zweite Frage ist natürlich eine politische Frage. Wie können wir auch andere Wege finden über Kunstproduktion, die nicht unbedingt westlich, nicht unbedingt nur auf diese Achse von kolonial, postkolonial oder global oder Erweiterung oder Ergänzung und all diese Sprache zu vermeiden und trotzdem das zeigen in ein Gleichgewicht mit unserer eigenen, und how do you do that? So, das ist nur eine Untersuchung zum Sprache am Ende. Sprache des Ausstellen und der Kunstproduktion. So, ich habe hier nicht eine Produktion, aber es ist klar, dass der Regenwald war eine chiasmatische Funktion. Es bedeutet, you need to reverse the roles. Wir müssen Sachen umkehren. Und wie wir das machen, ist eine große Rätsel. Und das ist für mich der 21. Jahrhundert. Mhm. Also tatsächlich würde ich gerne auch darüber noch ein bisschen sprechen, jetzt auch in Bezug auf Ihre Arbeit, auch auf Ihre Arbeit in den letzten Jahren. Für einige Kunstschaffende oder für vielleicht sogar viele Kunstschaffende gilt ja immer noch, dass wenn wir auch über im 21. Jahrhundert über Kunst reden, bestimmte Kontinente eigentlich darin nicht vorkommen. Selbst wenn sie vorkommen, dann kommen sie oftmals in einer Art von Ghettoisierung vor. Und die Frage steht ja vor allen Dingen darin, wie bringe ich den Regenwald sozusagen auch aus dem Regenwald heraus? Also wie transportiere ich ihn in eine andere Welt? Das ist ja gerade die Fragestellung, die auch bei Ihnen gestanden hat, oder umgekehrt oder ganz allgemein gesagt, wie konfrontiere ich eigentlich eine andere Community mit etwas, was sozusagen nicht bisher Bestandteil des Kanons gewesen ist? Sie haben das ja immer wieder auch getan in Ihrer Arbeit, und ich bin auch sehr gespannt, wie Sie das eigentlich versuchen, vielleicht in Zukunft zu handhaben in einer viel stärker vielleicht dominierten Umgebung als die einer Kunsthalle, in der ja viel mehr Freiräume vielleicht bestehen und tatsächlich die Hülle wenig Inhalt zunächst einmal
verbirgt. Aber generell, wie stellen Sie sich das eigentlich vor in den etwas gesetzteren Kontexten eines Museums? Wie kann man eigentlich diese Crossovers von Kontexten zustande bringen und auch das nicht tradierte, nicht vertraute überhaupt einführen? Also du hast da vorher was sehr Interessantes erwähnt, den Begriff der Moderne, nicht? Also, und ich glaube tatsächlich, dass die Welt so groß ist, dass es wirklich recht anmaßend wäre zu sagen, dass man das alles verstehen kann. Und ich weiß auch ganz genau, dass bevor man wirklich wir haben letztes Jahr eine Ausstellung mit Yang Fudong gemacht, aber da ist sozusagen das Thema in der Arbeit schon angelegt oder thematisiert oder auch verarbeitet. Aber tatsächlich glaube ich, dass gerade die Museen und die Museen der Moderne und der 20. Jahrhundert sehr viele Geschichten beinhalten und Narrative beinhalten, die mit dem, was du erwähnt hast, mit den Keimen der Moderne zu tun haben, ich glaube, es ist genauso anmaßend zu sagen, dass Künstler und kulturelle Kontexte nicht in Verbindung gestanden haben. Nicht? Also hier in Zürich gibt es das großartige Beispiel von Max Biel, der in Brasilien gearbeitet hat und sehr einflussreiche Entwicklungen daraus, auch sowohl in Brasilien wahrscheinlich, auch für ihn daraus gekommen sind. Und ich glaube, dass die Archive der Museen voll sind mit diesen Geschichten der historischen Dialoge, die einfach nicht ausformuliert und nicht weiterverfolgt worden sind. Und ich glaube, es ist sehr viel interessanter, diese Dialoge und vielleicht auch Umwege und Sackgassen, die wirklich ernst zu nehmen und auch zu schauen, was da sich daraus entwickeln kann, als zu sagen, oh je, okay, wir gehen nach Bangladesch und zeigen jetzt den jüngsten Künstler auch Bangladesch, obwohl man nach Bangladesch durchaus gehen könnte, weil es da auch solche Narrative gibt. Aber tatsächlich denke ich, dass das wirklich mit so einer Verantwortung, man muss, um einen anderen kulturellen Kontext verstehen oder sich überhaupt annähern zu dürfen, auch wirklich ernst nehmen, in welchen man, woher man kommt, glaube ich. Ich würde jetzt doch, auch wenn wir schon relativ lange hier oben sitzen und sprechen, Ihnen noch eine Frage stellen, über die wir vor allen Dingen auch vor dieser Veranstaltung gesprochen haben und die Sie auch schon angedeutet haben, nämlich das Programm, das sozusagen neben dem normalen Programm der Kunsthalle stattfindet und einen besonderen Neuigkeitswert hat in Ihrer Vorstellung, nämlich das Pool-Programm. Und vielleicht gelingt es uns sogar, darüber auch noch einen Moment zu dritt zu sprechen, weil ich denke, dass es ja nicht etwas ist, was jetzt Schuss so völlig fremd ist. Was hat sich denn eigentlich verändert? Was macht es eigentlich notwendig, neu über den Sammler nachzudenken, über den Künstler nachzudenken, über die Institution nachzudenken, das, was Sie vorhaben oder das, was Sie begonnen haben? Also man muss auch dazu sagen, dieses Projekt ist eigentlich im Gespräch seit 10 Jahren jetzt und hat wirklich was mit der Auseinandersetzung mit dem, was eine Kunsthalle und was auch, dass die sogenannte Sammlungslosigkeit einer Institution zu tun hat und womit eine Kunsthalle sehr viel zu tun hat, ist, dass Kunstwerke am Übergang in die Sammlung. Und ein Thema, was für mich immer wirklich sehr präsent war, wenn ich Entscheidungen treffe für Ausstellungen, frage ich mich immer, ob ich das sammeln würde auch, ob ich da eine Relevanz oder zumindest die Behauptung der Relevanz aufstellen würde für eine Sammlung. Und ich rede jetzt nicht von der Privatsammlung, sondern von dem sogenannten kollektiven Archiv. Und der Pool schaut eigentlich verschiedene Dinge an. Es schaut einmal den Prozess den Dialog und auch die Verhandlung zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen ist das, was du auch politisch nanntest vorher. Es schaut an, wie Kuratoren und Kuratorinnen ausgebildet werden. Es schaut an, wieso der Link zur öffentlichen Institution von vielen Sammlern und Sammlerinnen nicht mehr gemacht wird, warum er nicht mehr gemacht wird. Das kann man natürlich nicht abschließend behandeln. Und es verhandelt das in einer öffentlichen Diskussion. Und ein Teil dieser Diskussion sind auch Ausstellungen.
diese Institution hat einen Managing Director und ansonsten besteht es nur aus Vernetzung. Vernetzung zurück in die Institutionen über die Mentoren, die die Stipendiaten haben werden, über Vernetzung von Sammlungen, die ihre Namen nicht in den Ausstellungen nennen dürfen. Also es ist auch eine Lehre in der sogenannten in der Marketingstrategie, aber auch in der Selbstdarstellung von Identitäten und es macht den Prozess, die Diskussion, die wahrscheinlich nie enden kann, öffentlich und er hofft auch, dass eben so Fragen über das, wie dieser Private-Public Dialog und die Zusammenarbeit konstruktiv sein können. Aber mich interessiert jetzt eins noch dabei, es gibt also nur den Managing Director, aber es ist ja so, dass, und das ist ja das, was ursprünglich mal vor gut 100 Jahren dazu geführt hat, dass viele Künstler sich auch emanzipieren wollten von der Institution, die gesagt haben, wir dulden eigentlich nicht mehr, dass jemand vorschreibt, was gut und was nicht gut ist oder was interessant oder was relevant, was irrelevant ist. Ist das bei Ihnen nicht mehr so? Gibt es also bei Ihnen sozusagen keine kuratorische Instanz mehr? Oder? Nein, ganz im Gegenteil. Es gibt, also einer der Pools ist eine Zusammenarbeit mit allen Ausbildungen, die Kuratoren und Kuratoren produzieren, nenne ich es jetzt mal. Das hat sich sehr verändert in den letzten 10 Jahren. Nicht? Also ein Großteil der kuratorischen Ausbildungsprogramme, die es gibt, bilden eigentlich Kuratoren und Kuratorinnen aus, die nicht institutionell arbeiten werden, die das globalisierte Feld von Biennalen bespielen, die hier in Zürich gibt es eine große Geschichte mit Harry Seemann, so, die einfliegen, Struktur verwenden und wieder losfliegen. Manche nennen das den Flughafenkurator, nicht? So heißen die, glaube ich, oder Lobbykuratoren, Flughafen-Lobbykuratoren. Und dadurch fehlt natürlich eine gewisse Art von ethischer Verankerung, auch nicht nur für den Ort, sondern für das, was Institutionen sein können. Und auch eine Frage, wie Kontinuität, oder das ist viel gepriesene Wort, der Sustainability, auch in nicht nur im Institutionellen, sondern auch im kollektiven Archiv entstehen können. Und diese Schulen, die werden alle angefragt, Leute vorzuschlagen, es ist ein Postgraduiertenprogramm, alle Schulen schlagen vor und es werden 4, glaube ich, 3 bis 5 Stipendien vergeben im Jahr. Diese Stipendiaten müssen nicht notgedrungen Ausstellungen machen, die können auch über das Modell des Kurators nachdenken. Die können auch sagen, wir möchten lernen, wie man Inventar führt oder wir möchten lernen, wie man Bücher macht, wir möchten lernen, wie man konservatorische Fragen stellt. Also die können erst einmal fragen, was wollen sie überhaupt noch lernen? Und erst wenn sie dann ein Projekt vorgeschlagen haben nach dieser Phase, werden sie mit einem Mentor oder einer Mentorin in einer Institution zusammengebracht. Und dann erst entsteht das Projekt. Nun haben wir vorhin schon eingangs von Ihren beiden Biografien her gelesen, dass ein Unterschied auch darin zwischen Ihnen beiden besteht, dass Sie zum Beispiel jetzt ziemlich lange in Zürich an einem oder einer Institution gewesen sind und bei Ihnen liest sich ja schon, dass Sie oftmals in verschiedenen Institutionen gewesen sind, in verschiedenen Ländern und in verschiedenen auch kuratorischen Kontexten. Eben war sogar von ethischer Kompetenz oder vielleicht nicht Kompetenz, ich hab den Begriff jetzt vergessen, die Rede. Wie würden Sie eigentlich Ihre Position als Kuratorin sehen? Also im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade gehört haben von Frau Ruf in Bezug auf die Verstetigung des kuratorischen Schaffens, der Zusammenarbeit mit Institutionen? Ja, nicht so. Ich glaube, es ist nicht so unterschiedlich. Ich meine, zu kuratieren bedeutet nichts anderes als forschen. Und jeder versteht Forschung unter andere Begriffe oder Methoden oder hat andere Prioritäten in die Forschung. Ich glaube, das ist sehr wichtig, was Beatrix gerade gesagt hat. Und dass oft diese Ausbildung von Kuratoren, vor allem in den spät-90er Jahren und so, war verbunden an eine Ökonomie, aber auch an der Krise von einer
Disziplin, die heißt Art History, und viele Leute hat sich nicht ausgebildet in Zusammenarbeit mit Sammlungen zum Beispiel, weil das so, das klingt so wie etwas, das die Kunsthistoriker machen sollten und nicht die Kuratoren. So alle diese am Ende kleine, aber große Missverständnisse von wie man überhaupt Forschung zu verstehen hat, sind wichtig. Ich meine, kuratieren ist nichts anderes als denken. Ich meine, und wie jeder denkt oder wie jeder über das Denken überhaupt spricht, schreibt, macht, das ist sehr persönlich. Ich würde an der Stelle jetzt gerne doch auch mal Sie zu Wort kommen lassen, Fragen zu stellen. Vielleicht können wir ja auch die Fragen so in den Kontext stellen dessen, was wir schon hier diskutiert haben. Aber wie auch immer, ich möchte jetzt Ihnen nicht vorschreiben, was Sie zu fragen haben. Welche Fragen gibt es bei Ihnen? Jetzt sagen Sie bitte nicht, Sie hätten keine Fragen. Das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen. Hier gibt es jemanden. Vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Ich hätte eine Frage. Am Schluss war das ja sehr allgemein. Kuratieren heißt forschen, heißt denken. Mich würde interessieren, ist Kuratieren ein Prinzip, das auch außerhalb des Art-Kontext von Relevanz ist? Weil ein Kurator, habe ich gelernt, kennt sich im Long-Tail aus, ist in der Lage, die Dinge umgekehrt zu denken. Das wären ja Herausforderungen, die sich auch außerhalb des Global-Art-Kontext, nämlich überall im Global-Kontext stellen. Also ist das eine Dimension, die Sie im Auge haben, in der Ausbildung zum Beispiel, die Sie angesprochen haben, oder auch sonst in Ihrem Alltag? Ja, das ist eine komplexe Frage. Ich meine, ja, für mich ist das Wissen oder eigentlich überhaupt, how ist, ja, wie man Denken versteht, wenn man als Priorität erfahren hat und so. Ja, ich kann es nicht so gut auf Deutsch ausdrücken, aber natürlich, das geht darüber hinaus dem Kunstsystem, aber vor allem der Kuratoren nicht. Ich glaube, dass die Frage des Wissens, und das ist etwas, die man, diese Reise unternimmt man mit den Künstlern selber. So, es ist immer eine Zusammenarbeit und eine enge Zusammenarbeit mit Kunstwerken und Künstlern und mit der Kunstproduktion. Solange die Kunstproduktion von heute ist interessiert an Fragen und Fragestellungen, die finden statt außerhalb der sogenannten ästhetische oder nur klassisch ästhetisch oder die Konstruktion von Form und Erfahrung in der Kunst und entscheiden sich für Fragen, die haben zu tun, wie ist das überhaupt möglich, Photosynthesis als ein Modell für Quantumphysik und die Konstruktion von neuer Software. Wenn die Künstler sind beschäftigt mit solchen Fragen, wir sollen auch beschäftigt sein mit solchen Fragen als Kuratoren. So, diese Mitreisen ist komplett wichtig, aber ich glaube auch, das ist unterschiedlich. Und dann auch, wie das sich übersetzt in dem Arbeit, es kann sehr viele verschiedene Formen haben. Ich meine, wissen Sie, ich war Jahre in einem Museum, die wurde immer, wie sagt man, we were accused von being sehr brainy und immer sehr theoretisch. Es gab so einen Moment vor 10 Jahren, das gab eine riesige Spaltung zwischen den Leuten, die waren komplett pro Erfahrung oder diese Idee von Unmittelbarkeit, und die Leute, die scheinten so mehr theoretisch und sozial orientiert auf diese, ja, Social Sciences kind of thing. Ich glaube, dass jetzt sind wir ein bisschen darüber hinaus, und das ist auch eine gute Sache. Ich stimme absolut zu. Ich glaube auch, wenn ein Kleiderschrank kuratiert werden kann, dann sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, wie man diesen Begriff verwenden will. Nicht? Also ich sehe das auch, du hast es Mitreisenden genannt. Ich glaube wirklich, dass man da ein bisschen sloppy umgeht mit dem Begriff und dass der auch ein sehr hipper Begriff ist. Und in den letzten Jahren vor allem ist sehr viel über die Kuration von allem. Ich glaube, wirklich, man muss anschauen, wo findet es statt und mit wem findet es statt. Und ich denke immer, dass,
dass man als Institutionsleitung eben nicht nur Kurator oder Kuratorin ist, sondern dass man da sehr viele andere Funktionen und Rollen auch übernimmt. Aber in der Zusammenarbeit mit Künstlern und Künstlerinnen sind wir immer das erste Publikum sozusagen. Und das erste Publikum, das stellt auch hoffentlich dumme Fragen, die zu anderen Erfahrungen und vielleicht dann auch zu anderen Ergebnissen von dem, was dann den zweiten und das hoffentlich sehr große Publikum auch machen können. Aber man kann natürlich schon sagen, manches von dem, was Sie jetzt beschrieben haben, hätte man auch sagen können über den Dirigenten oder über den Regisseur. Und das sind eigentlich auch Berufe, die später gekommen sind, oftmals als die Kunstberufe, die eigentlich abhängen von diesen Figuren heute. Ja? Also Schauspielinszenierungen haben letztendlich ohne Regisseur stattgefunden, Orchester haben letztendlich ohne Dirigenten musiziert. Das sind oftmals spätere Gründungen geworden, wo sozusagen es also notwendig sich erwiesen hat, dass man diese Art von Spiritus Rector benötigt, aus welchen Gründen auch immer. Und der Kurator ist ja auch eine relativ junge Gründung innerhalb der Kunst an sich. Das ist vielleicht das Interessante daran, dass wir dieses Spiritus Rector zu einem bestimmten Zeitpunkt erfinden als ein wichtiges Instrument, wofür auch immer. Also das wäre jetzt ein weites Feld, vielleicht zu diskutieren. Haben Sie weitere Fragen, bitte? Bitte schön. Beatrix, du hast ja gesagt, dass dieser Global Art Context auch in historischen Sammlungen zu finden ist, also dass da ganz viel Verborgenes schlummert, dass es noch zu entdecken gibt. Du hast gesagt, dass dieser Global Art Context auch in historischen Sammlungen schlummert, also dass diese Bewegungen, dass es die noch zu entdecken gibt, keine Ahnung, angefangen bei den Pfahlbauern am Zürichsee, die Obsidian aus Lettland verwenden, eben bis zu Mira Schendl, die in Zürich geboren wurde. Könnte es aber auch umgekehrt interessant sein, dass jetzt eben eine Institution wie eine Kunsthalle sich eigentlich vom Auftrag her eben ganz stark auf zeitgenössische Kunst konzentriert, also dass die sich eben auch mit historischen Themen wieder stärker konfrontieren sollte. Also als Jus ja dann dieses auf die Geschichte dieses Museo del Barrio zurückging und eben mit diesen Künstlern gesprochen hat. Also ist das vielleicht etwas, was eben auch in diesem Global Art Kontext passiert, dass man wieder verstärkt auch historische Bezüge herstellt? Also diese Narrative oder Geschichte, da geht es natürlich sehr oft um Sammlung, aber tatsächlich kann das auch in der zeitgenössischen Betrachtung, also spielt das eine ganz wichtige Rolle. Man muss es vielleicht dann in der Kunsthalle nicht physisch mit Werken in Verbindung setzen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir wahrscheinlich was aus dem lateinamerikanischen oder aus dem pazifischen Kontext vielleicht letztendlich doch eine Linie, eine narrative Linie, eine DNA finden und das anders verstehen können, wie wenn wir irgendwie, sagen wir mal, ein Performance-Kunst aus China anschauen. Und ich glaube, dass das mit zu einer Verantwortlichkeit auch gehört, das zumindest transparent zu machen. Es wäre ein leichtes, diese Ausstellung einfach abzuhandeln, weil die auch da gibt es das ist nicht Bodensatz, sondern es gibt Dinge, die oben aufschwimmen. Nur finde ich es wahnsinnig schwierig, das jeweils zu beurteilen, warum was oben aufschwimmt. Und ich glaube, da braucht man einfach sehr viel mehr Zeit, das auch zu verstehen. Und nicht nur Zeit im Denken darüber, sondern sogar auch physische Zeit an den spezifischen Orten. Und das können, glaube ich, Institutionen, die mit Messengers arbeiten, mit Kommissionen und über die ganze Welt sich ausstrecken, machen ja eine der großen Institutionen wie die Tate oder auch das Guggenheim, das Metropolitan fängt auch schon an, die einfach die Manpower auch dafür entwickeln können, dass gleichzeitig in allen Kontinenten ganze Armeen von Leuten sich Informationen holen. Und das ist was anderes, als wenn ein Mannbetrieb mehr oder weniger diesen Informationsfluss verarbeiten soll. Okay. Gibt es noch? Bitte schön. In der letzten Reihe, Mitte.
Das ist jetzt die vorletzte Frage und dann gibt es noch eine Frage hier vorne. Ich habe eine Frage an Frau Martinez. Also Sie haben ja über diese Idee des Regenwaldes und des Oktopus gesprochen und das irgendwie als so ein Einstieg in dieses Museum dargestellt. Und mich würde jetzt eigentlich interessieren, was jetzt dann konkret, also was das eigentlich konkret bedeutet mit, für den Umgang jetzt mit dieser sehr disparaten Sammlung. Also wie jetzt eigentlich diese weiteren Räume ausgeschaut haben und wie die sich jetzt quasi durch diese Perspektive über diesen Regenwald, wie sich das jetzt quasi von jetzt so Mainstream-Museum vielleicht unterscheidet. Ja. Ja, ich meine, da war die ganze Krieg, oder da hat die ganze Krieg angefangen, auch mit dem Vorstand. Ich meine, die ich verstehe. Ich meine, ich. Ja, der Vorstand von Museo del Barrio wollte unbedingt absorbiert werden von Fundación Cisneros. So, Cisneros ist eine wunderbare, moderne Sammlung aus Lateinamerika. Eine sehr gute Sammlung aus Lateinamerika, aus lateinamerikanischen Künstlern und von einer Frau, die sehr gute Advisors hat und historische Arbeiten hat. So, das ist was, das war der Dream von diesem Museum. In dem Sammlung, in diese 4.600 Stücke, gab es überhaupt nichts von die Moderne zu sehen. Aber sie wollten unbedingt eine moderne Sammlung aus Lateinamerika sein. Weder waren sie aus Lateinamerika noch moderne. Aber es war unmöglich, das ihnen zu erzählen. So, ist das überhaupt möglich, Ausstellungen über eine Sammlung? Welche Kriterien, welche kunstgeschichtliche Kriterien folgen nicht die Kunstgeschichte, wie es wird mehr oder weniger Standard geschrieben, auch wenn natürlich wir sprechen über andere Moderne und die Moderne und die zentrale Moderne, andere Sprache der Moderne, weniger Moderne und wie wäre es, wenn es gäbe keine Moderne? Und dann ist eine Kunstsammlung und nicht eine anthropologische Sammlung. So, how do you do that? Und das war für mich klar, das war eine wirklich sehr interessante Sammlung von Kunst gemacht, vor allem von der 60er bis heute. Aber auf keinen Fall konnte man sogar die Zeitkriterien, also man sollte wirklich mehr oder weniger in Quantum Time Ausstellungen machen. Man sollte dann nicht mit Before and Afters zum Beispiel, um etwas super Praktisches zu nennen. Ich könnte nicht die Vater und Mutter von X und dann die Derivativ oder die Schule von X und Y. Es wäre mir nicht gelungen, hätte vielleicht kein Vater oder Mutter gefunden. Noch dazu gäbe es sehr wenige Kinder. Die Kinder waren so verwirrt, die sahen gar nicht wie die Mutter und der Vater. Und noch dazu, es war wie eine Art von Horror Family. So, die Familienmodell war nicht gut. Dann, okay, versuchen wir mal mit Timeline. So, wir versuchen in die 60er und dann wir enden in 2014. What? Es war wirklich horrorös. Man könnte auf diese, was möchtest du mit dieser Zeit erklären? Wenn diese Before and After nicht ganz stimmt, dann sollte man vielleicht mit Simultaneity überhaupt arbeiten, mit einer Art von Simultaneity of Kitsch und Horror und Exaggeration, Saturation, Cannibalism, whatever you name it, aber auf keinen Fall eine Simultaneity zwischen Republika Dominicana und New York, weil dann New York wins, Republika Dominicana loses, weißt du, ich meine, das ist wie in Soccer, ich komme aus Spanien, Madrid, Barcelona, ich weiß, was eine Liga ist, so, man könnte nicht artikulieren die Sammlung in dieser Art und Weise, so, überhaupt eine neue Logik für so eine Sammlung zu finden, war mega faszinierend. Aber der Vorstand wollte das nicht sehen. Es ist wie für ihn, wenn man es sagt, dass sie hatten, mit all meinen Respekten, eine Art von, sie selber sprachen so. Sie haben eine Art von behinderte Kind und sie wollten aber, dass es wurde normalisiert, no matter what. Und wenn man sagt, nein, es gibt kein Problem in der Sammlung, aber natürlich, es gibt mehrere Probleme. Es gibt ein Problem für jeden Berg. So, sie haben mehr oder weniger zwischen 3.000 und 4.600 Probleme. So, wie geht man darum? Ich meine, sie haben Probleme, aber ich meine, es bedeutet nicht, dass es sie nicht wert, dass man es überhaupt nicht forschen kann oder
das Wichtigste für die erste Zimmer nach der Regenwald. Es bedeutet auf keinen Fall, dass diese Sammlung nicht eine absolute bereichernde Material ist für die Kunstproduktion für heute. Es bedeutete auch nicht, dass viele von den Künstlern, die jetzt in solchen Ländern produzieren, und this is only a case study, das ist nur ein Beispiel, überhaupt sich nicht inspirieren lassen für solche Sachen. Und die Künstler, die jungen Künstler, wussten ganz genau, wie. Aber die Kunsthistoriker gar nicht. Und die Politik von dem Markt, so die Moderne von Lateinamerika, die Wert, das es hat und so on und so fort, hat es auch nicht erlaubt. So, ja, das war meine Octopussy-Sache. Also man sieht, ein zeitgenössischer, ein heutiger Kurator zu sein, kann noch anstrengender sein als Fitzcarraldo im vor gut 100 Jahren im tropischen Regenwald mit seinem Opernhaus. Ich würde gerne vorschlagen, dass wir jetzt noch eine kurze letzte Frage von Ihnen bekommen. Sie hatten sich gemeldet, ja? Und dann die Runde abschließen. Bitte schön. Hallo. Okay, gut. Ich habe so Interesse an, wie wichtig ist das Gleichgewicht oder also wie schaffen Sie ein Gleichgewicht zwischen auf einer Seite eine Institution zu schaffen, das attraktiv ist. Also ich habe viel gesprochen über Vorstand, Publikum, Sammler, all diese Big Players in der Kunstwerk und auch ja, Publikum und Finanzen und Städten oder was noch. Auf einer Seite, aber auch, dass die Institution auch so wie ein Forum für neue Kunstprojekte und bleibt, dass vielleicht diese Kunstprojekte vielleicht nicht so oder vielleicht ein großes Risiko sein könnten für einen Erfolg von einer Institution. Kann ich mich gut ausdrücken? Ja, Sie meinen, ob die Institution könnte ein Forum für Künstler sein? Darf ich auf Englisch nur kurz die Frage stellen vielleicht? So I'm interested in how important it is to balance the, on the one hand, that the institution is attractive for the general public, for the collectors. I have heard, for example, this concept, just like the long tail, you know. So it is important that the institution remains, you know, that has a public, has visitors, and so on. And this is attractive also for collectors, or you know, to get funds or mecenas or whatever. On the one hand, but on the other hand, that it stays a forum for new art projects or for new artists that are probably representing a big risk. Verstanden. And also wenn ich mal was ich verstanden habe, ist also die Frage ist schon okay. Dann vielleicht können Frau Ruf, vielleicht können Sie erst mal antworten, wenn vielleicht Schluss noch. I think we really have to look at different institutions, yeah, and roles they play. But if there is no art, all of that doesn't matter. So this is all happening because this is an existing thing. Yeah, but if I understand well, what you are asking is in how far can you actually sustain the interests of collectors and mainstream publicum and at the same time do more experimental or slash speculative work without losing the mainstream. So how can you actually do that? And there is only one answer, and it's that you do that exactly as you do it as a bartender in a cocktail bar, by degrees of mixing. So it's the degrees of mixing the different levels of alcohol and the different ingredients that you get a gin and tonic or just, you know, an orange juice. So it really depends on the way, and that's what we call institutional models, and that's very important to understand that, yes, if you reduce the level of speculation and then you set all your cards for a certain different mainstream publicum, mostly you would have, as you, it's now the case of most of the institutions in New York, collectors not only having you know, interest, but having too much interest, so much that they actually modify the whole program. So yes, it's all about ecology, but it's a difficult ecology. Yeah, but that's dangerous because you're homogenizing the world, yeah, with
the American model, and that's no, that's what I'm trying not to. I think the American model is a very specific one, but I'm saying that it's also we have not seen it yet in such a degree in Europe. So. Also vielleicht darf ich dazu noch was sagen aus eigener Erfahrung. Ich habe zum Beispiel 3 Jahre lang versucht, Kultur aufzubauen in Dubai, in einer Stadt, in der jeder Quadratzentimeter kommerziell eingesetzt werden muss. Und insofern ist es schon wichtig, dass wir nochmal sprechen, über welches Kultursystem wir hier eigentlich sprechen jetzt. Und zum Beispiel das Kunstteilen, es ist ein sehr spannendes Thema, glaube ich, wo wir jetzt gerade ankommen, nämlich die Fragestellung zwischen Private Public, zwischen Subventionen und Gewinn, zwischen Mainstream und Experiment. Das ist ja tatsächlich natürlich ein Spannungsfeld, das für den Kurator und für die Institution von enormer Bedeutung sind und geworden sind. Und vor dem Hintergrund dessen, was mit unseren öffentlichen Haushalten heute in Europa passiert, natürlich immer dramatischer wird, weil viele, gerade große Institutionen, die bisher sehr viel Geld hatten, um diesen Mix eben mühelos hinzubekommen zwischen Mainstream und Experiment, sich inzwischen eher entscheiden müssen für das eine oder das andere und in der Regel natürlich oft gegen das Experiment entscheiden. Und insofern stellt sich natürlich schon die Frage, wenn es um das 21. Jahrhundert geht und wir vielleicht langfristig damit rechnen müssen, dass der Konsens darüber, dass erhebliche Steuergelder für Experimente ausgegeben werden, für Kunst, in diesem Sinne zeitgenössische Kunst, nicht mehr so selbstverständlich ist, wie es noch vielleicht vor wenigen Jahrzehnten war, wodurch das ersetzt wird. Und das würde mich nochmal interessieren von Ihnen beiden, die Sie ja auch hier in Europa tätig sind und ja auch für letztendlich mit der Ausbildung von einer neuen Generation, die mit diesem Phänomen noch viel krasser konfrontiert werden wird, möglicherweise als wir, was Sie da eigentlich darüber denken und vermitteln. Ja, also Bartender, ja, ganz sicher, aber man muss immer auch schauen, woher kommt der jeweilige Kontext, nicht? Also hier in der Schweiz kommt man vom Privaten ein bisschen näher ans Öffentliche. Tatsächlich ist das die private Finanzierung von Institutionen absolut das Modell, was hier existiert. In den sogenannten Staatskulturländern wie Holland, Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, wird die private Hand wieder mehr eingefordert. Das war aber früher auch mal, also war das auch eher, das gab eine Geschichte der privaten Trägerschaft, die dann in den 70er Jahren vor allem in die vor allem öffentliche Hand umgekippt wird und jetzt wird es wieder ausbalanciert. Also man kann das nicht einmal in Europa kann man da ein eindeutiges Modell identifizieren, sondern man kann nur identifizieren, dass es ein permanenter und kontinuierlich nötiger Verhandlungsprozess ist zwischen der öffentlichen und der privaten Trägerschaft für solche Institutionen. Und wenn dann natürlich nicht noch so Aspekte wie in Amerika, wo eben die Steuerbefreiung über die Förderung von nicht nur Institutionen, sondern also das Geldgeben an Institutionen so ein ganz wichtiges Thema ist, wo wir immer jammern und sagen, ja, wenn die Leute hier steuerbefreit wären, dann geben sie auch mehr Geld an die Institutionen oder würden mehr Schenkungen machen. Tatsächlich kreiert es aber auch eine ganze Handvoll oder nicht einen ganzen Heuwagen voll von Problemen, wenn man in diese, weil es eine, nicht nur Doppelbesteuerung ist, aber es hat, jedes System hat Probleme und ich glaube, man kann wirklich nur wie ein Bartender versuchen, dieses Verhältnis in einer permanent aktiven Diskussion zu halten. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, da immer nicht Schuldzuweisung oder den Teufel an die Wand zu malen und sagen, oh, jetzt übernimmt die private Hand oder oh, nee, die öffentliche Hand. Das ist ganz ungesund. Ja, ich wollte nur dazu sagen, das ist genauso. Ich meine, Dialektik ist da eine täuschende Methode zum Denken, weil de facto, das ist public, doesn't mean that it's good. Ich meine, jedes Land ist unterschiedlich, aber zum Beispiel in meinem wunderbaren Land, das öffentliches Geld oft kommt mit den Geschenken von die ganze Intervention von dem politischen Apparatus. So, das ist natürlich öffentliches Geld, aber trotzdem, es hat eine riesige Luggage,
die überhaupt nicht einfach ist, zu umnavigieren. So, das bedeutet nicht unbedingt, dass privat ist Teufel und public ist neutral oder so etwas. Ich meine, das darf man nicht denken. Okay, ich glaube, für heute müssen wir leider abbrechen, obwohl dazu noch eine Menge zu sagen wäre und zu vielen anderen Dingen auch. Sie haben Ihre Bar jetzt erstmal vorläufig, vor allen Dingen in Basel. Sie werden Ihre Bar jetzt demnächst in Amsterdam haben. Wir sind einerseits als Menschen, die größtenteils aus Zürich kommen oder wie ich ab und zu mal hier sind, natürlich neugierig auf Ihre Nachfolgerin oder auf Ihren Nachfolger, was immer da passieren wird in den nächsten Monaten, das werden wir gespannt verfolgen. Ansonsten aber wünschen wir Ihnen vor allen Dingen alles Gute für diese tolle Geschichte, auf die wir wahrscheinlich auch gespannt sind, was mit dem Stegeleit-Museum in den nächsten Jahren passieren wird. Schluss, Martinez, ich hoffe, wir haben heute unseren Dialog eigentlich erst begonnen und werden Gelegenheit haben, ihn in der einen oder anderen Form im Regenwald und in Basel und in Zürich fortzusetzen. Ja, ich bin die neue Schweizer. Ja. Ich bin jedenfalls sehr gespannt darauf und ich wünsche Ihnen beiden jedenfalls in Ihren neuen Aufgaben und überhaupt alles Gute. Vielen Dank, dass Sie da waren. Noch ganz zum Schluss eine Bemerkung für die Zukunft. In 4 Wochen gibt es die nächste Veranstaltung, die nächste Vorlesung, dann wieder eine mehr oder minder traditionelle Vorlesung. Edward Zeiter, der Direktor des Schauspieldepartements an der New York University, wird hier sprechen über seine Erfahrungen mit der Performing Arts im Kontext unserer globalen Welt von heute. Das wird also am 2. Juni sein, hier 18 Uhr. Vielen Dank nochmal und Ihnen vor allen Dingen nochmals vielen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Wiederhören, Wiederschauen. Vielen Dank, es war sehr reichhaltig.